General Cota? Ich hab den Tisch bezahlt, also wer du auch bist, hau ab. Ich bin euch durch die Galaxis gefolgt, von Nar Shaddaa bis Yost. Wer bist du? Ein Kopfgeldjäger? Nein, nicht direkt. Ich denke, wir können einander helfen, Jedi. Ich bin kein Jedi. Nicht seit... Ich brauche euren Verstand, nicht die Augen und euer Wissen über den Kampf gegen das Imperium. Niemand besiegt das Imperium, Junge. Ihr solltet hoffen, dass ihr da irrt, General. Da ist er. Erledigt ihn. Da drüben. Bleibt sofort stehen. Damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Star Wars The Force Unleashed. So, erstmal tun wir dich hier, meinen kleinen Typen hier rumwedeln, was du auch immer bist. Oh, bist du süß. Tschüss. Ein Onglaut. Naja, Leute, zumindest was ist hier los? Beim letzten Mal sind wir vor dem Schiff hier entkommen, wo wir eigentlich den Tod hätten finden sollen. Und gehen nun unserem neuen Ziel hinterher, nämlich einen Aufstand gegen... Was? Die haben Laserschwerter? Oh mein Gott. Zumindest einen Aufstand gegen den Imperator zu vollführen. Und dafür brauchen wir mächtige Verbündete. Einer dieser Verbündete ist, so wie es aussieht, der gute General Kotor. Wenn ihr euch noch erinnert, wir hatten ja sehr gute Momente mit ihm. Wisst ihr noch, als wir ihn das letzte Mal gesehen haben? Da. Oh, endlich kommen wir in den Lichtschwertwurf. So, das letzte Mal, wo wir einen spektakulären Kampf gegen ihn hatten und ihn dann schließlich von der Klippe, nicht von der Klippe, von dem... Ach, verdammt, du bist jetzt schon... Entschuldigung. Und wo wir ihn dann hier das Augenlicht genommen haben, ihn fast eigentlich... Wir dachten ja, dass wir ihn getötet haben. Ja, nun lebt er hier noch. Eigentlich wollten wir ihn töten, aber nun sind wir Best Buddies. Ich glaube, er weiß eher noch nicht, wer genau wir sind. Obwohl, ich dachte, mit seiner Macht und so kann er das spüren. Also ist aus sich nicht. Egal. Zumindest fürs Erste, glaube ich, hat er nicht so die große Auswahl, anstatt als mit uns hier zu kämpfen. So, ich kümmere mich erstmal um dich. So, und dann bist du da, mein Freund. Zack. Schön. Kotor, du machst dir einen mehr auf Säufer. Kotor? Nee, das war das Spiel. Doch, er heißt ja... Kota. Oh, mir fällt gerade die super Verbindung an, Leute. Jetzt weiß ich, warum der Typ so heißt, wegen Knights of the World Republic. Abkürzung Kotor. Und der heißt Kotor. Ach, fuck is. Egal, so. Zip. Aua. 1 von 10 Carboniten eingefroren. Cool. Was das auch mal sein mag. So, zumindestens, wir versuchen jetzt erstmal hier mit unserem Säufer durchzuschlagen gegen hier, wie es aussieht, Truppen, die hier nun Laserschwerter haben. Mein Gott, ey. Laserschwerter bekommt jetzt jeder schon, oder? Oh, süß. Ich liebe diese Waschmaschine. Ich dachte immer früher, das wäre ein Kühlschränke. Als ich das erste Mal Star Wars gespielt habe, dachte ich immer, das wäre ein Kühlschränke. Sehen aber auch so aus. So. Zack. Kotor, also ich, Kotor, also, wenn du willst, du kannst auch gerne auf die Gegner draufhauen. Ich würde es dir sogar erlauben. So. Aber naja, dann müssen wir halt alles selber machen. Überall Imperiale. Wo könnt ihr sie absetzen? Auf der anliegenden Plattform gibt es ein Dock. So. Hä? Wo ist denn der hin? Ach cool. Ich wollte ihn eigentlich nur hochheben und irgendwie ist er weggeflogen. Egal. Finde ich super. So, du bist erstmal tot. Dann gehen wir ganz kurz mal in die Macht-Upgrades und schauen wir mal, was wir uns nun als nächstes so cooles leisten können. Lichtschwertwurf. Kann man uns nicht leisten, aber aufladen wirft dann Lichtschwert dann direkt aufs Ziel. Rückstoß. Naja, wir haben für alles eh zu wenig Punkte. Hier, wir gehen mal wieder auf. Kampfmeditation haben wir jetzt auf dem höchsten Level und trotzdem lädt sich die Energie für meinen Geschmack immer noch zu langsam auf. Da machen wir Vitalität und Kombos können wir uns jetzt super cool leisten. Super toll. Luftschlag. Oh, nee. Ja, von mir aus machen wir Sprintstoß. Komm auch mal an. Komm auch mal an. So passt. Irgendwelche Kombis. Leute, ihr kennt ja meine Strategie. Draufhauen, Macht benutzen, Blitze benutzen, fertig. So, überall Imperiale, das hört sich super gut an. Aber Leute, ich will ja hier auch sehen, ob der Kotor was drauf hat. Übrigens, ihr habt es gesehen, wir haben jetzt die Farbe unseres Laserschwerts geändert, weil wir ja jetzt ein ganz Lieber sind. Weg da. Oh, ein Sniper. Ich habe mich ja ganz lieb. Oh, ich habe hier ja ganz lieb. So, das macht Spaß. So, und fertig. Gut, gehen wir weiter.
Schauen wir mal, was hier noch die lieben netten Imperialen so für uns bereit haben. General, könnt ihr euch etwas schneller bewegen? Wo ist der Typ? Ach, da hinten ist der. Oh mein Gott. Der kommt uns nimmer hinterher. What? Nein! Du! Oh, war der fies. Ich dachte, okay, ich bin immer nicht runtergefallen. Das war immer etwas. Oh, Leute, war der mies. In der Luft sniped mich der Typ ab. Ich dachte, ich bin da extra so cool rüber gedodged. Von wegen Degen. Der haut mich da einfach mal weg. Oh. So, laufen. Naja, dann sind wir jetzt wieder auf. Cool. Da ist der Kotor. Seht ihr ihn? Oder es ist einfach nur ein Laserstrahl. Könnte natürlich auch sein. Weg da. Zack. Was ist denn das für ein Move? Den haben wir uns gerade gekauft. Der sieht irgendwie cool aus. Bringt aber nicht so viel. So, jetzt muss ich erstmal diesen dummen Sniper töten. So. Leute, das macht Spaß. Sorry. Das sind da noch ein paar von euch, oder? Ach, bist du schon wieder Jerokota? Kann ich das auch auf euch werfen? Das wäre ganz cool. So. Zack. Leute, sehr geiler Move. Habt ihr es gesehen? Der eine hat sich am anderen festgehalten. Ach, süß. Und beide hat es dann weggehauen. Und dann umarmen sie sich da. Naja, das hat der blöde Sniper verdient. So. Wo müssen wir denn lang? Nach oben? Hier müsste irgendwo... Ach, da... Nee, von wegen nach oben. Nach unten. Oh, jetzt können sie auch Laserschwerter werfen. Natürlich. So. Diese verdammten Sniper. Oh, Leute, wie stark die Imperial... Also ganz ehrlich, der Schwierigkeitsgrad ist jetzt einfach mal ums 10.000-fache gestiegen bei den Standardgegnern hier. So. Aua! Wo kam das? Ey, Leute. Die Wer haut denn die Dinger auf mich? Ich versteh's nicht. So, was kommt da? Ach, du da hinten bist es, oder? So. Aua. Ich werd die ganze Zeit durch die Architektur geschadet. Das ist mein größter Erdfall. So. Zack. Ah, verdammt. So. Cool, das steuert es ja jemand. Ach, der sieht auch so süß aus. So. Aber Süßheit bringt dir leider nichts besonders, wenn du keine Chance hast, wenn ich unter dir stehe. Der ist ein cooler Gegner, der nicht irgendwie stampfen kann oder so, wie diese Müllroboter da. Zack, 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 zack. Und das war's schon. Easy peasy. Lebst du noch? Lebt der noch? Okay, gut, der verschwindet. So, da war noch irgendwo ein Scharfschütze. Oder auch nicht. So, oh, das war eine von denen. Was ist denn das? Hilfe! Hilfe! Ich kann mich nicht... Also ein wenig verbuggt ist das Spiel. Ja, was mache ich jetzt? Ich kann nichts machen, Leute. Gar nichts. So, warte mal. Ah, okay. Hab ich geschafft, mich rauszubacken. Hab ein Viertel meines Lebens verloren, aber hat sich gelohnt. So. Zack. Zack. Wir müssen eigentlich nur dieses Kombi einsetzen. Das ist so effektiv, Mann. Weil wir schocken damit die Gegner und machen ihnen noch schön viel Schaden damit. So, weg. Dann würde ich ganz gerne eigentlich dich anvisieren. Dich gegen den werfen. So, komm. Ach, die können wir nicht heben mit der Macht. Warum können wir die ganzen Gegner nicht mehr heben? Egal, wir kriegen es auch so hin. So. Sind da noch ein paar? Ne. Ich hätte ja Angst vor dir, wenn ich nicht ungefähr 20 Leute gerade bekämpft habe, die so aussehen wie du. Achso, ist das schon wieder schon cool. Ich glaube, ich Hä? Was sind denn die ganzen... Ach, da. So, warte mal. Müssen wir anders machen. Oh! So, wir müssen unbedingt erstmal hier die Gegner hier besiegen. So, zack. Ich glaube, der ist erstmal weg, oder? Oh, wie mir die Standardgegner gerade Probleme bereiten.
So. Es ist nicht die Schattenwache wirklich, die mir Probleme macht. Es sind diese verdammten Typen, Mann. Ja, okay, jetzt bin ich tot. Leute, die regen mich gerade ganz schön auf. Warum? Warum? Hat jeder von denen explosive Geschosse? Das ist grausam, Mann. Weil das Problem ist, immer wenn ich Ach komm schon. Ich find's super, wenn das Spiel furchtbare Checkpoints hat, Leute. Das macht immer so viel Spaß. So, zack. Zack. Kann ich die auch anvisieren? Ich kann die Gegner nicht anvisieren. Ich sehe nicht, wie viel Leben der noch hat. So, jetzt geht's. Da ist hier trotzdem kein Lebensbalken. Ach Leute, das Spiel ist gerade nicht cool. So, wisst ihr, was mich so aufregt? Ich bin jetzt einfach nur gestorben, weil diese blöden Schützen mich immer, ohne dass ich mich wehren konnte, abgeschossen haben. Und die ganze Zeit mit ihrem Explosivschuss, da habe ich mich erstmal eine Viertelstunde gedreht. Dann bin ich erstmal am Boden irgendwann gelandet, nach einer halben Stunde. Und dann konnte ich mich erstmal wieder aufrichten. Und in der Zeit habe ich schon die Hälfte meines Lebens verloren. So. Ja klar, die Sniper haben wir nicht vor alle schon eliminiert, gell. Die spawnen natürlich nach. So. Zack. Ey Leute, die Gegner sind alle nach... Ey, ich glaub's ja nicht. Also Leute, das Spiel ist schon ein bisschen verbuggt manchmal. Ich glitsch da einfach mal runter, ohne Wenn und Aber. So, dann töte ich erstmal die Gegner, bevor die... Jetzt sind keine da. Also gerade bringt mich das Spiel zur Weißglut. So, zack. Zack. Aber ich werde in 3 Sekunden, werde ich wieder von einem Sniper anvisiert. So, schön, dass mein Blitz voll viel gebracht hat, gell? Zack. Zack. Ihr ekligen Viecher, was helft ihr denen überhaupt? Ich verstehe das nicht mal. So, schön wieder geworfen. So, weg. Dann hier, die alle erstmal getasert hier. Bist du eigentlich tot? Jetzt bist du tot. So, dann dich genommen, geworfen. Irgendjemand schon wieder wunderschön eingefroren. So. Wen hast du? Leute, das ist gerade tausendmal schwerer geworden als gerade eben. So. Schmeiß mir das. Leute! Wo kommst du denn her? Wo? Ich verstehe es nicht. Erklär das mir. So, du bist aber jetzt erstmal tot, oder? Gut, danke schön. Warum verliere ich dadurch meine ganze Energie? Ich weiß es nicht. Okay. Also Leute, die hätten den Checkpoint ruhig vor dieser blöden Sif-Wache machen können. Das wäre um einiges netter gewesen. Jetzt ist da noch irgendwo ein Sniper. Wo kommen die denn alle her? Da waren vorher nicht annähernd so viele Gegner. Ich verstehe es doch nicht, Leute. Erklärt es mir doch. Warum ist das so gemein? Da sterbe ich und es spawnen mehr Gegner nach als gerade eben. Ja, coole Cutscene. Will ich eigentlich nicht sehen und ich kann sie nicht skippen. Wunderbar. Okay, Leute. Wir müssen es. Ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Jetzt spawnen die Gegner. Die Gegner, die ich alle vorher besiegt habe, egal in welchem Areal, sind gerade alle hinterhergelaufen. So kommt es mir zumindest vor und greift mich nun an. Dazu kommt jetzt hier der Bossfight. Hammer fair, gell? So, ich kann mir auch nicht. Leute, das Spiel ist schon kacke manchmal. Wir machen jetzt einen kleinen Cut. Ich würde sagen. Ich mache das jetzt hier einfach mal kurz offscreen, weil das nervt mich gerade zur Hölle. Und deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit Star Wars. Tschüss.